herzlich willkommen in der Lockdown-Serie Posten und Schreiben. In dieser Reihe hat das Literaturforum im Brechthaus SchriftstellerInnen eingeladen, mal nicht über ihre Bücher zu sprechen, sondern über ihr Treiben in den sozialen Medien. SchriftstellerInnen gelten ja gemeinhin eher als lichtscheue Wesen, wollen immer nie, dass man sie danach fragt, wie viel ich in ihren Romanen steckt. Wir wollen Ihnen deswegen die Gelegenheit geben, darüber zu sprechen, wie viel ich auf Ihren digitalen Kanälen so zu sehen ist, wie viel Sie davon sich preisgeben und vor allem natürlich, wie und ob diese sozialen Medien, das Tun dort, Ihr Schreiben beeinflusst. Das ist ja also sowas wie eine Art live kommentiertes Durchscrollen, eine absolute Weltneuheit unter den Podcast-Zoom- Formaten. Ein kleiner Hinweis sei noch gestattet, wir haben ganz im Sinne des solidarischen Lockdowns darauf verzichtet, diese Reihe im Literaturforum in der Chausseestraße in Berlin vor Ort aufzuzeichnen, ganz einfach, um möglichst wenig Bewegung außerhalb der eigenen vier Wände zu produzieren und damit dem bekloppten Virus den Weg abzuschneiden. Mein Name ist Doris Akrab, ich bin Redakteurin der Taz, ich habe einen Twitter, einen Facebook und einen Instagram-Account und ich begrüße ganz herzlich Stefanie Sargnagel. Hallo Stefanie. Hallo. Sag, du hast ja schon gepostet, bevor du überhaupt schreiben konntest, so ungefähr. Man nennt dich ja auch Facebook-Literatin. Was kannst du eigentlich mit diesem Begriff anfangen, Facebook-Literatin? Ja, ich finde ihn manchmal ein bisschen schwierig, weil es halt dann so komisch ist, weil man halt so quasi einen Konzern in der eigenen Berufsbezeichnung hat, den man jetzt gar nicht unbedingt supporten will, genau, würde es vielleicht, nicht unbedingt auf Facebook reduzieren, wenn es ein anderes soziales Medium gegeben hätte, wo man praktisch was reintippen könnte, wäre es halt das geworden. Du kannst ja vielleicht schon mal erzählen, ob du in der Zeit dieses Lockdowns eigentlich auch noch liest oder ob du ja nur noch postest. Was meinst du mit liest? Von Bücher lesen. Ja, also ich muss dazu sagen, ich lese wirklich wenig, leider. Und das liegt auch daran, dass das Internet ein bisschen meine Konzentration gekillt hat. Also ich war aber gerade eine Woche am Land mit meiner Mutter. Wir haben so ein bisschen gekurt. Und da habe ich mein Smartphone zu Hause gelassen. Einfach aus dem einzigen Grund, weil ich mehr lesen wollte. Und plötzlich habe ich wieder richtig viele Bücher gelesen. Also da muss ich mir echt so ein bisschen Internet-Auszeit nehmen, damit ich wieder fokussiert lesen kann. Sonst fange ich an, nach 5 Seiten kurz auf mein Smartphone zu schauen und schon bin ich in 1000 Gespräche verwickelt und google 100.000 Sachen und bin in einem Assoziationsstrudel drin und konzentriere mich nicht mehr auf das Buch. Genau. Also da geht es dir nicht anders wie uns allen anderen wahrscheinlich auch. Es wird immer schwieriger werden. Ja, voll. Aber ich glaube, manche haben es noch ein bisschen besser im Griff. Ich weiß nicht genau. Aber auf jeden Fall habe ich jetzt dann tatsächlich vor kurzem wieder mehr gelesen. Sonst hätte ich da gar nicht so. Ja. Ich habe jetzt mal schon mal im Internet hier deinen Namen eingegeben. Da sind jetzt ja schon, das Erste, was man natürlich trifft, ist Wikipedia. Ist ja auch eine Art soziales Medium. Ich weiß nicht. Ja. Guckst du den öfter mal rein, was da so steht über dich, was wir hier so lesen können? Nicht so oft, aber hin und wieder schon. Ich habe da selber nie viel Einfluss drauf genommen. Ja. Aber irgendwann stand dann schon so viel Blödsinn drin, dass ich irgendwie Bock hatte, mal Einfluss drauf zu nehmen. Habe es dann aber dann doch irgendwie nicht gemacht, weil es mir zu kompliziert war. Also ich hatte auch das Gefühl, ich hatte ja viele Shitstorms in der Vergangenheit von Rechten und da habe ich auch so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass da Leute so mitgeschrieben haben. Da stand dann irgendwie gar nichts über meine Bücher und gar nichts über meine Theaterstücke, aber dann stand drin, dass ich einmal getwittert habe, Österreich, du Hurenkind, was ich jetzt nicht so relevant für mein Schaffen fand und das übernehmen dann ja auch Leute und viele Leute beziehen sich dann oft auch in Interviews auf diesen Wikipedia-Eintrag und ja, mittlerweile ist er, glaube ich, ganz okay von den Informationen, also dass es auch stimmt, was da drin steht. Eine Zeit standen einfach Sachen, die so nicht stimmen. Ja. Zuschauer könnten das jetzt ja auch sozusagen parallel hier lesen. Ich muss mal aufrufen, aber ich glaube, das, was du gerade zitierst hast, Österreich, du Hurenkind, ich habe es, glaube ich, hier schon irgendwie beim... Ach genau, ja, es ist tatsächlich immer noch hier drin, hier oben. Genau, das war halt wirklich extrem irrelevant. Es hätte dann nicht irgendein rechtes Boulevardmedium was draus gemacht, würde das kein Schwein interessieren und... Dann gibt man dem damit irgendwie ein bisschen zu viel Aufmerksamkeit.
Ja, aber da war es eines der wenigen Informationen, die überhaupt drin waren. Jetzt geht es jetzt wenigstens andere Informationen auch drin. Ja. Absolut. Genau. Aber es ist tatsächlich total auffällig. Also, dass hier erstmal Ja. irgendwie Leben und dann ist sozusagen das Leben spielt sich sozusagen an zweieinhalb Skandale, die irgendwie die auf in sozialen Medien produziert worden, ab zum Beim direkt. Mann ist ja nicht mal so ein Skandal, das war tatsächlich, das hat ein komisches Medium, so ein Boulevardblatt, aufgegriffen und es hat eigentlich niemanden sonst interessiert. Also es war auch gar nicht ein großes Trara drumherum, deswegen ist es halt dann seltsam, wenn es so in einer Biografie da im Internet so viel Platz einnimmt. Aber ich bin ja noch oft zu faul, es zu ändern. Und manche Dinge stimmen halt nicht, also es stand ganz lang, ich bin halt Weiß-Journalistin und ich habe halt vor 7 Jahren halt ein paar Reportagen fürs Weiß geschrieben. Was jetzt auch schon wieder ewig her ist. Also manche Sachen stimmen einfach nicht so ganz. So ist das, das Internet vergessen. Hier steht auch Bayerischer Rundfunk. Stimmt das auch noch? Ja, also für die habe ich halt mal einen Text geschrieben, 2014 oder 15 oder so. Also es sind oft Sachen, die eigentlich gar nicht so aktuell sind oder gar nicht so. Ja, da habe ich halt mal einen Text geschrieben und plötzlich bin ich dann, ist das so, er nimmt das da so einen Stellenwert ein, der dann vielleicht gar nicht so richtig stimmt. Also ich werde dann zum Beispiel von Journalisten gefragt, und Sie arbeiten doch für den Bayerischen Rundfunk. Und ich so, nein, ich habe vor 5 Jahren einen Text geschrieben, genau. Ja. Ja, das ist das Fiese eben an diesem Wikipedia und an den Journalisten, weil natürlich guckt man da rein und dann hat man ja schön gleich die Infos. Interessant ist auch, dass unter dieser Kategorie Rezeption wird eine Weltrezensentin über dich sozusagen zitiert und ansonsten mein Kollege Jens Uthoff aus der Taz über deinen, tja, Ah, ersten ja. Roman dicht. Ansonsten steht hier nichts über Rezeption. Auch sehr interessant, ehrlich gesagt. Ja, vor allem, es können ja auch Rezeptionen zu den anderen Büchern drinstehen. Ja, Man ich. weiß ja nicht, wer das schreibt, wirklich. Das ist irgendwie ganz Ja, weil, seltsam. wie wir hier sehen, du hast ja schon einige Bücher mittlerweile veröffentlicht. Also es ist, Dicht ist jetzt zwar der erste Roman, der unter dieser Kategorie auch läuft, Ja, aber das ist genau. der fünfte, ne? Fünfte oder sechste sogar schon, fünfte oder sechste Buch. Ja, das andere ist zum Beispiel bei manchen, die da drin sind. Ach so, ja, das ist der allerletzte Tag der Menschheit, da habe ich nur ein paar Illustrationen gemacht. Genau, aber ist da jetzt halt auch aufgeführt. Und dadurch ist das zum Beispiel manchmal dieses Buch, wenn ich eine Lesung wo habe irgendwo und da die Buchhändler eingeladen werden, einen Bücherstand zu machen, dann ist auch dieses Buch dabei, das eigentlich gar nicht so viel mit mir zu tun hat, sondern ein Kollege von mir geschrieben und ich habe halt drei, vier Zeichnungen. Illustration halt dazu beigesteuert und ja, genau. Also die Informationen, wenn man sie wirklich gern hätte, dass sie so ganz richtig sind, müsste man sich da ein bisschen einmischen, aber das ist mir dann, bin ich dann oft zu faul einfach, ja. Genau. Jetzt habe ich hier schon mal parallel deinen Facebook, den berühmten Facebook-Account aufgerufen. Es geht mir immer noch so, obwohl auch ich dich natürlich schon seit einigen Jahren verfolge. Sprengnagel, Sargnagel, ich weiß immer nie, was ich eingeben soll. Jetzt habe ich mal Sargnagel eingegeben, aber du heißt jetzt Sprengnagel auf Facebook. Na, das liegt eigentlich daran, dass vor einigen Jahren im Rahmen einer dieser rechten Shitstorms haben mich halt ganz viele Leute gemeldet, dass halt Sargnagel nicht mein echter Name ist und da musste ich meinen Klarnamen angeben. Also ich hätte irgendwie argumentieren können, aber ich wollte dann wieder auf meine Nachrichten zugreifen und habe halt Sprenger angegeben und jetzt lässt es sich nicht mehr ändern. Oder es wäre ein komplizierter Vorgang. Genau. Auf Facebook habe ich eigentlich immer extrem viel geschrieben, aber im letzten Jahr hat es irgendwie voll aufgehört. Also ich schreibe eigentlich, habe jetzt sehr wenig Texte so online gestellt. Das war ja Naja. eigentlich mein Medium, wo ich immer Texte online stelle. Jetzt tue ich eigentlich nur meine Cartoons hin und wieder hochladen und bin gar nicht mehr so aktiv auf Facebook eigentlich. Ja, genau, man sieht es hier auch gleich. Jetzt hast du hier, das ist, habe ich noch gar nicht gesehen, das ist neu an. Podcast-Gespräch mit Denise Bourbon. Ich weiß gar nicht, wie man sie richtig ausspricht. Bourbon, ja. Und tatsächlich ist dann auch gleich das nächste ein, ja, sieht man das eigentlich gut? Ich hoffe, einen sehr lustigen Cartoon. Also ich zeichne einmal die Woche zeichne ich einen Cartoon für das Stadtmagazin Falter in Wien und den poste ich dann halt immer auf allen Und dann Behörden. ist das nächste, was hier, das ist eine Zeitschrift, eine österreichische Datum. Da hast du einen Schwerpunkt kuratiert. Ja, also das ist so, die laden da immer wieder mal Leute ein. Also das klingt jetzt viel größer, als es war. Ich habe halt so fünf Artikel
ungefähr mit ausgesucht. Oder das Heft besteht schon eigentlich zum Großteil aus der normalen Ausgabe. Aber mich haben sie gefragt, ob ich zum Schwerpunkt Rausch was schreiben will. Ich habe dann so eine Reportage ein bisschen über die Junkie-Szene bei mir vor der Tür geschrieben, weil da gehe ich jeden Tag vorbei. Mich hat da eher so interessiert, was nehmen die dort eigentlich, weil ich das nie so ganz kapiere. Das habe ich ein bisschen recherchiert und dann haben noch so die Politikwissenschaftlerin Judith Götz hat einen Text darüber geschrieben über Drogenfunde bei Rechtsextremen, weil das doch sehr häufig vorkommt und es ja doch dann irgendwie zur Ideologie nie so ganz passt. Ja, eine Bekannte von mir hat ein Porträt geschrieben über einen bekannten alten Wiener Schwulen- und Lesbenclub, der jetzt zugesperrt hat. Dann ein paar Leute aus dem Nachtleben haben erzählt, was sie jetzt so während der Pandemie eigentlich machen. Genau, das war mein Schwerpunkt, das sind im Endeffekt 6 Seiten oder so, wo ich mit geredet habe. Genau. Weil du es schon angesprochen hast, ich habe mal mit einer Kollegin vor etlichen Jahren ein Interview mit dir schriftlich geführt. Das habe ich mir natürlich noch mal kurz angeguckt. Ich habe das auch ziemlich vergessen. Du hast aber lauter lustige Sachen gesagt. Unter anderem hast du gesagt, dass du Facebook groß gemacht hast. Kannst du denn, wenn du möchtest, Facebook auch wieder klein machen? Ja, das mache ich jetzt gerade ein bisschen so. Ich fütter es nicht mehr ganz so freiwillig mit Content. Aber ja, ich bin dann auch sehr inkonsequent. Ja. Aber ich merke, meine Aktivität hat es komplett abgenommen, frage mich selber, woran es liegt. Ich tue da echt nur noch irgendwie was, wenn ich irgendwas promoten will oder halt meine Cartoons hochladen. Aber so, vorher war es für mich wirklich so ein Tool, wo ich alles, was mir an Texten einfällt, die ganze Zeit reinschreibe. Das macht mich irgendwie kaum noch. Dann liegt es vielleicht daran, also viele sagen ja, Facebook ist einfach zu alt geworden, da sind viel zu viele alte Leute drauf, das ist alles viel zu langsam. Liegt es daran, dass da nicht mehr so viel los ist? Vielleicht, also ich merke aber schon, wenn ich dann wieder was poste, dass ich auf jeden Fall wesentlich mehr Reichweite habe als auf anderen Kanälen. Also wenn ich irgendwie Reichweite erzeugen will, dann ist es das schon noch immer das Medium, wo ich am meisten Reaktionen bekomme. Aber ich habe auch irgendwie das Gefühl, es ist so ein bisschen over irgendwie. Also ich benutze es auch kaum noch. Ich bin auch viel auf Instagram, irgendwie auf Twitter komischerweise seit einiger Zeit wieder, obwohl ich das nie so besonders genutzt habe. Ja. Aber ich habe auch generell nicht so Text-Output in den sozialen Medien momentan. Ich kann mir auch vorstellen, dass das daran liegt, dass ich ein längeres Buch schreiben musste und dann nicht mehr so viel Schreibwut im Privaten hatte. Ja. Ja. Ist es denn tatsächlich vorher, also du warst ja vor uns allen auf Facebook und hast da sozusagen Literatur produziert und dann daraus Bücher gemacht. Würdest du denn heute sagen, dass auch das sich verändert hat bei dir? Also dass du die sozialen Medien gar nicht mehr brauchst, um dich da auszuprobieren? Weil du hast ja jetzt tatsächlich einen Roman geschrieben, also ein langes Buch, großes Buch. Ja, ich meine, für mich waren die sozialen Medien immer cool, weil ich halt sehr impulsiv bin und man dort immer gleich Reaktionen bekommt. Also ich hätte nie irgendwas für die Schublade je produziert. Für mich war das immer ganz cool, dass ich da direkt kommunizieren kann, quasi direkt jemandem was erzählen kann. Sonst hätte ich eigentlich nie irgendwas aufgeschrieben überhaupt. Aber ja, ich habe schon das Gefühl, dieses Bedürfnis ist bei mir weggegangen oder ich habe auch das Gefühl, ja, dass da jetzt ganz andere Leute eher gelesen werden und ich jetzt gar nicht mehr so der Social Media Texterin bin. Aber ich beobachte das selber eher, also keine Ahnung, was da. Vielleicht habe ich wieder Anfälle, wo ich dann wieder mehr in soziale Medien schreibe, aber vielleicht bin ich einfach zu alt geworden, vielleicht werde ich öffentlichkeitsscheu, ich weiß nicht genau. Jetzt bin ich hier nämlich tatsächlich auf deinem Insta-Kanal. Wie würdest du denn, also du hast hier ja auch dich charakterisiert als Influencer. Warum? Was bedeutet Influencer für dich? Ich fand es einfach lustig. Also jemand, der halt Einfluss hat, ein mächtiger Internetmensch, der halt meinungsgebend ist und ja, Okay. andere Leute halt auf den rechten Weg bringen kann oder so. Nein, ich fand es halt auch lustig, weil ich halt eigentlich nicht diesem Influencer-Bild entspreche, aber ja, also, Jetzt fand es mal, halt immer, weil Leute immer versuchen, mich irgendwie zu verorten, künstlerisch, was bin ich eigentlich? Bin ich eigentlich
ist das Literatur, bin ich Autorin oder was bin ich eigentlich? Und da dachte ich mir, dadurch, dass ich das doch über soziale Medien etabliert hat, alles, was ich mache, nenne ich mich einfach Influencer. Das ist irgendwie, passt ganz gut. Ja. Macht die Leute noch skeptischer noch. Ja. Das hier ist ja sozusagen auch richtig bildende Kunst. Hast du das selber gemacht? Ja, das ist so ein russischer Traditionssalat, der heißt Hering im Pelzmantel. Ich weiß noch nicht genau, wie man ihn auf Russisch nennt. Und das ist so ein Schichtsalat, den ich deshalb gerne mache, weil man ihn so super formen kann. Und man macht es auch traditionell in Fischform. Aber es gibt auch, wenn man das mal so googelt, dann kommen einfach ganz viele tolle Skulpturen von diesem Salat. Und den mache ich halt immer zu Silvester. Das ist ein bisschen mein Signature-Tisch. Ja. Es sieht irgendwie, ich weiß auch nicht genau, also ich würde da, glaube ich, ich hätte keinen Bock da reinzubeißen. Ja, man hat immer, wenn man es zu schön macht, natürlich haben die Leute noch Hemmungen, aber ja, du hast aber auch ein Herz für Tiere, sehe ich, ja? Es gibt sehr viele Tiere um dich rum, ne? Hier zum Beispiel ein Tier. Ja, also eigentlich nicht. Also ich bin eigentlich überhaupt kein Haustierfreund, aber ich bin während dem Lockdown eben zu einer Freundin gezogen, während dem ersten, weil wir das irgendwie dann so gemeinsam überstehen wollten. Und die hat einen Wellensittich gehabt, Pipsi. Mhm. Und über diesen Wellensittich habe ich dann in sozialen Medien sehr viel berichtet, weil dieser Wellensittich einen sehr starken Charakter hatte. Also am Anfang, als ich bei ihr eingezogen bin, habe ich mich sehr gewundert, wie sie über diesen Wellensittich redet. So, ja, der Pipsi, das ist schon ein richtiges Charaktertier und so. Und ich dachte so, Gott, ich finde das immer so schrecklich, wie Menschen irgendwie so ihre Tiere vermenschlichen, die einfach irgendwas machen. Und dann habe ich dort gewohnt und habe gemerkt, ja, das stimmt eigentlich total, was sie sagt. Dieser Vogel hat sich immer einem auf den Kopf gesetzt, wenn man reingegangen ist in sein Zimmer, und einem auf den Kopf geschissen. Und dadurch hat man eine sehr starke Beziehung zu ihm entwickelt, weil er einfach so auf die Nerven ging. Und er ist leider verstorben jetzt, aber er ist eh sehr alt geworden. Ja. Also er hat einen richtig terrorisiert. Das war wirklich schlimm zum Teil. Ich wollte in dem Raum, in dem er lebt, auch mein Buch weiterschreiben, aber es ging nicht, weil er mir immer in die Finger gehackt hat und meinen Laptop zerstören wollte. Genau. Und das habe ich auch manchmal gefilmt. Und die Leute haben es ja mitgelebt, also mit diesem Alltag, in dem ich von einem Wellensittich terrorisiert wurde. Und ich habe wirklich auch noch Monate später, als ich schon gar nicht mehr dort gewohnt habe, haben Leute mir geschrieben, wie geht's Pipsi, was macht Pipsi? Und deswegen dachte ich auch, ich teile jetzt mit der Öffentlichkeit, dass er eben verstorben ist. Und da haben wir ihn beerdigt vor ein paar Wochen, genau, am Wienerberg. Und gibt es hier in den sogenannten Stories, das ist ja auch eine sehr tolle Bezeichnung für diese Sachen hier oben, gibt es da ein Pipsi-Video? Ja, also da habe ich eben wahnsinnig viele Pipsi-Videos gemacht und ich werde immer noch angeschrieben, ob ich sie nicht in diese Highlights, die ich eigentlich nicht wirklich benutze, die habe ich so am Anfang von Stories manchmal benutzt, aber jetzt eigentlich nicht mehr wirklich, ob ich sie da nicht reingebe. Das will ich eh mal machen, also weil da gibt es ganz viel. Ja, das war schon wie ein kleiner Film eigentlich, so wie ein kleiner Horrorfilm eigentlich, so mein Kampf mit dem Wellensittich. Da werde ich sie vielleicht mal reintun, genau. Also vielleicht zur Erklärung für die Leute, die da noch nicht so ganz so firm sind. Das Highlight ist dann sozusagen ein Video, was da bleibt eine Weile, während ein normales Video einfach gelöscht wird nach einem Tag oder so. Genau, also diese Stories, die habe ich am Anfang auch gar nicht so kapiert. Ich war halt auf Instagram, habe manchmal Fotos gepostet und habe diese Stories überhaupt nicht benutzt eine Zeit. Und dann habe ich ein bisschen angefangen. Und das ist eigentlich auch ganz lustig zu erzählen, weil es eben nur 24 Stunden online ist. Deswegen ist man auch ein bisschen weniger gehemmt, auch mal so zwischendurch irgendwas aufzunehmen, was einem gefällt. Und das kriegt dann so eine eigene Art von Erzählung. Also es macht eigentlich auch Spaß. Und wenn man etwas aber findet, das muss nachhaltig erhalten bleiben, dann kann man es in diese Highlights tun. Genau. Also da weiß ich gar nicht, warum ich das damals in die Highlights getan habe. Ich glaube, das wollte ich nur mal probieren. Ich habe mir da gar nicht so viele Gedanken drüber gemacht. Auf jeden Fall viel Küche. Sehr viel Küche. Wahrscheinlich werden. Das war so ein Schrebergartenurlaub mit Freunden. Genau. Da habe ich kleine Urlaubsvideos gemacht vom Kochen und Musizieren. Genau. Und ist denn jemand tatsächlich jetzt so auf Insta, so wie früher auf Facebook, einfach rausballern, filmen, egal wer da zu sehen ist und was da erzählt wird, haust du das einfach raus und löscht es danach vielleicht auch wieder, weil irgendjemand sagt, warte mal, oder passiert das gar nicht, dass die Leute sagen, finde ich doof, dass du mich da mit reingefilmt hast? Also ich frage die Leute in der Regel schon. Also
bei manchen Leuten weiß ich auch schon, dass es ihnen egal ist oder dass sie es selber lustig finden. Und wenn ich so in Situationen bin, dann frage ich halt, ob es okay ist. Wobei ich schon etwas ungehemmter bin, weil es eben nur 24 Stunden online ist. Aber im Großen und Ganzen, zum Beispiel hier sieht man ja auch, dass ich verhältnismäßig wenig Gesichter filme. Auch deshalb. Und ja, manchmal mache ich das. Es gibt halt Leute, die sind sehr Social Media affin in meinem Freundeskreis. Da macht man gern Stories und machen alle das ein bisschen und das ist irgendwie lustig. Und dann gibt es halt Leute in meinem Freundeskreis, die haben nichts mit Social Media am Hut. Die finden das dann irgendwie weird, dass ich das überhaupt mache. Und die frage ich dann, hey, passt das überhaupt für dich, wenn ich da jetzt ein kurzes Video mache und so. Genau. Und hast du denn, also weil du vorhin schon gesagt hast, auf Facebook kriegst du trotzdem immer noch viel mehr Response, Feedback. Ja, so, das guckt man doch gerne an, wie andere Menschen im Sommer sich freuen. Ja, genau. Was ich immer noch nicht ganz verstanden habe, ist eigentlich, was kriegt man, also hier kann man doch gar keine Response kriegen, oder? Die Nazi kann man als Jude ausschauen. Das ist sehr lustig. Aber was mache ich denn damit jetzt? Also gucke ich es mir einfach an und schicke dir dann eine Nachricht, voll lustig, oder? Weil das, wenn ich hier jetzt antworte, ne, kann ich ja Ja, die nicht. Leute schreiben manchmal Nachrichten. Genau, du kannst da irgendwas, genau, und dann freue ich mich so, ah, jemand schenkt mir Aufmerksamkeit und gibt mir Nein. positives Feedback. Genau. Ja, aber das war sogar tatsächlich ein bisschen ungewohnt, weil wenn man so von Facebook kommt, wo man für jeden Blödsinn irgendwie gleich Likes bekommt, dann ist es ein bisschen ungewohnt, wieder Content online zu stellen, auf den eigentlich gar nicht wirklich reagiert wird automatisch. Weil auf diese Stories reagiert man eher nur, wenn man wirklich etwas mitteilen muss, weil man extra eine Nachricht schreiben muss. Und dann, deswegen hat es mich, glaube ich, am Anfang gar nicht so gereizt. Dann aber fand ich es wiederum doch wieder reizvoll, weil man dadurch mehr so entspannter mal das dokumentiert, weil man gar nicht so das Publikum spürt. Weil eben so wenig reagiert wird, spürt man jetzt gar nicht, dass haben jetzt vielleicht 1000, 2000 Leute gesehen. Deswegen geht man auch ein bisschen lockerer damit um und erzählt vielleicht auch wieder ein bisschen entspannter irgendwie so und nichts mit so einer, mit so einem starken Öffentlichkeitsbewusstsein. Und das kann auch irgendwie ganz lustig sein. Also vielleicht tatsächlich nochmal übers Schreiben oder spielt es für dich irgendeine Rolle? Du hast ja jetzt nun diesen Roman geschrieben, das ist jetzt ja allerdings auch schon wieder ein bisschen her, ne? Der ist letzten Herbst erschienen. Hast du denn das Gefühl gehabt, dass dieses Romanschreiben, also so wie vorher natürlich die Bücher, die du gemacht hast, wo man ja auch sagen könnte, das ist eine Aphorismus-Sammlung gewesen, war Instagram und jetzt auch Twitter, gehen wir auch gleich nochmal drauf. Hat dich das in irgendeiner Weise, also beeinflusst das deine Sprache? Weil du hast ja eine ganz eigene Sprache, die du auf Facebook entwickelt hast, oft kopiert, nie erreicht, darf man glaube ich sagen. Jetzt ist ja, man sieht ja auch hier, du zeichnest wahnsinnig viel mittlerweile auch. Oder ist es einfach nur, dass du es jetzt mehr zeigst und hast vorher auch gezeichnet? Naja, bei mir ist schon immer, ich brauche auch immer ein bisschen die Aufgabe und dadurch, dass ich für den Falter, mittlerweile auch für FAZ Quarterly und für die Wienerin Zeichenaufträge habe und manchmal im Augustin, habe ich mehr Output, weil ich halt öfter muss und das stelle ich dann halt auch online. Genau. Also es ist sehr zeichnungslastig geworden alles. Also wenn ich so selber zurückscrolle, sehe ich auch, da gibt es viel mehr Selfies vorher und so Zeug. Und jetzt sind es eigentlich fast nur noch Zeichnungen. Und nochmal zu der Genau. Sprache, ist es die Sprache auf Instagram, also ich meine jetzt sozusagen tatsächlich Text, man hat ja da schon ein bisschen Platz, irgendwie unter den oder neben den Fotos was zu schreiben. Ist das für dich wichtig? Also spielt es eine große Rolle oder ist entscheidender, was da zu sehen ist? Ja, also nicht wirklich. Also ich merke schon tatsächlich dieses wirkliche Schreiben, Schreiben auf Social Media, also wo ich wirklich eine Geschichte erzählen will oder auch ein bisschen Sprachblödsinn machen will, das hat sich bei mir ein bisschen gelegt. Es ist wirklich mehr, also ich nutze es jetzt fast gewöhnlicher, also so wie es die meisten nutzen, als davor, wo es für mich wirklich ein kreatives Ventil war für Text. Das ist ein bisschen zurückgegangen jetzt. Und wenn du meinst, die Sprache, also ich hätte ja gar nicht zu schreiben angefangen, wenn ich nicht direkt Leuten etwas erzählt hätte, also was man in sozialen Medien macht, direkt erzählen und direkt Reaktionen bekommen. Deswegen würde ich sagen, ist so auch meine Sprache gefärbt. Das ist mehr wie so ein
durch gesprochene Sprache beeinflusst das so Storytelling jetzt mehr als irgendein kunstsprachenverliebtes, keine Ahnung, Geschichten bauen oder so. Es ist schon eher so, ich erzähle jetzt da an der Bar meine Lebensgeschichte oder sowas. Mhm. Ja. Und ich würde sagen, ganz, ganz am Anfang, wie ich angefangen habe, wo ich noch im Callcenter saß, und da habe ich auch viel mehr experimentiert, würde ich sagen. Also da gibt es viel mehr so Sprachblödsinn und Internetsprache und Verarschung von Textsorten, als es eigentlich jetzt ist. Jetzt ist es fast mehr wirklich wie so ein Promo-Tool fast ein bisschen geworden. Mhm. Ja, es hat sich ein bisschen geändert. Und hat das aber auch ganz, ganz unabhängig von sozialen Medien, ist dir sozusagen, ist es dir sozusagen langweiliger geworden, mit Sprache so, sag mal, wild durchzuexperimentieren? Ich weiß nicht, ich habe einfach weniger Bedürfnis. Kann natürlich auch einfach eine Phase sein. Also kann es wirklich sein, dass ich einfach an einem Buch arbeiten musste und jetzt so ein bisschen textmüde bin, weil es davor war so ein bisschen was, was so ohne Druck einfach nur aus Laune heraus quasi rausgeflossen ist. Und irgendwie habe ich das Gefühl, es gibt jetzt auch, ich habe das Gefühl, das ist nicht mehr so meine Rolle. Es gibt jetzt irgendwie so neue Leute, die irgendwie lustige Sachen machen im Internet mit Sprache oder mit Text oder auf Twitter. Und irgendwie bin ich jetzt fast schon ein bisschen so, ja, irgendwie die Internet zu alt oder so. Wie? Die ja, Internet-Oma. Ja, genau. Ja, wie ist es eigentlich? Also gehen wir nochmal auf deinen Twitter-Account. Wem folgst du denn so? Also was muss so ein Account haben, dass du den interessant findest, um dem zu folgen? Ich folge eigentlich tatsächlich voll wenig Leuten. Also ich drücke ganz selten auf Follow, weil ich lese auch auf Twitter wenig. Ich habe halt so meine 10 Homies aus der österreichischen linken Szene, wo ich halt immer gerade so schaue, was gerade in Wien abgeht. Also für mich ist Twitter viel mehr so ein Medium für so Polit-Szenen-Gossip und was in Wien gerade so passiert und Antifa-Infos, als jetzt wirklich, dass ich da so schaue, wer da die guten Jokes macht oder die coolen Texte schreibt. Mhm. Also ich bin eigentlich ein bisschen, ja, es ist echt so ein bisschen meine kleine Wien-Bubble, wo ich einfach schaue. Oder ich finde es auch sehr lustig für so Szenenkonflikte. Es ist ein bisschen irgendwie so eine Arena, wo man immer so anschaut, welche Linken in Wien hassen sich gerade wieder und was gibt es schon wieder für komische Streits unter Journalisten und Journalistinnen. Also mehr so ein bisschen Szene-Soap-Opera, als dass ich da jetzt wirklich so viele Leute aktiv lese. Ja. Oft lese ich meine 5 linken Leute, wo ich weiß, die mögen einander nicht, und schaue, wo die Meinungen ausschlagen und wo so ihre Konflikte sind. Das ist dann so ein bisschen mein Hobby. Aha. Und aber sozusagen als Tool für oder als Werkzeug zu sowas wie politischer Propaganda, Aufklärung, was auch immer, nutzt du das gar nicht mehr? Also ist es sozusagen rein so ein Twitter für dich nur so ein Tool, um sozusagen zu beobachten, was da wieder irgendwie los ist? Ja, ich teile halt manchmal aus so quasi Gewissen dann irgendwelche Sachen, wo ich denke, aha, das müsste man ein bisschen verbreiten. Aber ja, eben, ich habe das Gefühl, ich bin echt ein bisschen raus. Also ich benutze sie zwar schon so noch, aber eher ein bisschen passiver als vorher. Also ich fühle mich nicht mehr so ganz so stark involviert in das Ganze und nutze es auch gar nicht mehr so künstlerisch, außer jetzt für meine Zeichnungen. Mhm. Also ich fühle mich da recht passiv momentan eigentlich und nutze es tatsächlich so ein bisschen so Alltagsplauderei. Ich habe auch auf Twitter verhältnismäßig wenig Reichweite im Vergleich zu anderen Leuten, die eigentlich weniger bekannt sind als ich, aber auf Twitter viel bekannter oder so. Also ja, ich fühle mich da ein bisschen wie ein Zaungast und ja. Das ist natürlich, du bist sehr lustig, weil, also hier übrigens, wie nennt man das hier, die Twitter-Bio, ist ja hier auch nochmal eine andere, sehr, sehr hübsch. 380 Personen oder Accounts folgst du, 35.268 Follower, also wenig ist das nicht, ne? Ja, aber ich merke schon, dass ganz wenig, also relativ wenig Interaktion stattfindet. Also ich habe jetzt für diese hohe Anzahl an Follower wenig Kommentare, wenig, also es ist nicht so viel los eigentlich. Also ich glaube, diese Follower habe ich halt, weil ich eine öffentliche Person bin,
aber nicht, weil ich auf Twitter so viel Rolle spiele irgendwie. Also ich bin nicht so involviert in Diskussionen und ja, schreibe jetzt auch keine Dinge, die viel retweetet werden oder sowas, so wie Leute, die viel aktiver sind in diesen Medien. Also für mich ist echt so ein bisschen plaudern dazwischen, mal prokrastinieren, dann frage ich wieder, was es für Teppiche gerade zu empfehlen gibt und so. Also ja, habe das Gefühl, ich bin nicht so super involviert eigentlich da. Und weil du ja vorhin schon erzählt hast, du warst sozusagen, du hast, also ich habe das so irgendwie, hast du das ja auch geschrieben oder mitgeteilt auf Twitter und so, dass du diese Woche mit deiner Mutter oder dass du in Kur warst und dein Smartphone einfach nicht dabei hattest. Hast du denn auch so, ist es einfach ein persönliches Gefühl, das ist jetzt auch mal irgendwie, das tut auch mal ganz gut, da irgendwie weg zu sein? Oder ist es auch so eine allgemeine Beobachtung, dass das einfach so irre viel geworden ist? Dazu kommt ja natürlich noch TikTok. Weiß ich, bist du da? Bist du bei TikTok? Nein, aber nur als Faulheit. Das würde mich schon eigentlich interessieren, aber ich brauche immer ein bisschen, bis ich mich einem neuen Apps widme. Aber eigentlich würde mich das schon interessieren, was die Leute so machen und die ganzen Kids und so. Und also man verpasst ja auch ein bisschen Gesellschaft, wenn man sich dem verschließt. Genau. Ja. Also, ich meine, für Borg, Gnocchi, Euda, ich kann das natürlich nicht richtig aussprechen, 93 Herzen finde ich jetzt auch ziemlich viel. Ja, man muss ja auch bedenken, dass ich ja generell schon viel Reichweite habe in den letzten Jahren, aber die habe ich jetzt hier auf Twitter nicht, weil ich so viel auf Twitter war irgendwie, sondern eher, Ja. weil es halt, weil ich halt jetzt als Autorin bekannter bin oder so, aber die habe ich mir jetzt nicht ertweetet, diese Follower sozusagen. Die sind irgendwie von woanders hergekommen. Ja, und gibt es sozusagen außerhalb der sozialen Medien, gibt es da jetzt neue Räume, die du dir aufgeschlossen hast, wo du viel lieber bist und wo es viel inspirierender ist als dieses Zeug hier? Nicht wirklich. Ich habe das Gefühl, ich werde einfach ein bisschen privater. Ich habe mich ja doch immer sehr veräußert im Internet. Hm. Es hat mich auch nie so gestört. Ich habe mich da auch gern reingeschmissen, Hm. mit allen Vor- und Nachteilen. Hm. Aber ich merke zum Beispiel, es emotionalisiert mich auch viel weniger. Also ich habe auch viel mehr gestritten auf sozialen Medien oder diskutiert oder mich auf Dinge eingelassen, mich überhaupt aufgeregt über Dinge. Ich merke auch, mich regt kaum mehr irgendwas auf, auch wenn ich irgendwelche kleineren Shitstorms abbekomme, sei es jetzt von links oder von, gibt es ja auch, also so linke Shitstorms, wenn man halt irgendwie irgendwas geschrieben hat, was halt nicht woke genug war, dass mich das alles kaum mehr irgendwie aufregt. Also so, ja, diese ganze Aufregung, die es ja auch oft gibt in sozialen Medien, die tangiert mich eigentlich überhaupt nicht mehr. Das ist irgendwie Also ja mehr. auch wenn du selber betroffen bist. Ja, auch dann nicht mehr so. Ich weiß nicht genau, woran das liegt. Vielleicht echt so, ich meine, ich bin jetzt nicht 80 oder so, aber fühle mich schon so ein bisschen altert. Also irgendwie in der Hinsicht halt. Also, dass ich da so merke, ja, ich kann da über das alles mehr lachen und fühle mich sehr selten irgendwie involviert, sogar wenn ich erwähnt werde, dass ich es dann einfach ausschweige, bis die Aufregung wieder vorbei ist und so. Ja. Und jetzt sozusagen nach dem ersten Roman, wie fühlt sich das an? Also wird es einen nächsten geben oder hast du erstmal genug davon? Ich habe jetzt eigentlich keine großen Pläne. Tatsächlich war es ja so, ich hatte auch nie das Bedürfnis, jetzt einen Roman zu schreiben, aber es gab halt schon diese eine Geschichte, die ich erzählen wollte, und das war eben die Geschichte von Michis Wohnung. Die erzähle ich auch privat gern. Das ist einfach so, irgendwie finde ich eine lustige, außergewöhnliche Geschichte. Einfach dieser Mikrokosmos bei diesem älteren Mann, den ich in der Jugend kennengelernt habe, wo sich eben so halbintellektuelle Gymnasiastinnen, aber auch chronisch psychisch kranke Menschen oder Obdachlose einfach immer getroffen haben, regelmäßig. Und das wollte ich unbedingt mal erzählen. Das war mir, wollte ich schon vor Jahren mal irgendwie aufschreiben. Und das habe ich jetzt erzählt und jetzt gibt es eigentlich gerade nichts, was ich unbedingt erzählen will. Deswegen habe ich gar nicht so wirklich Pläne, was ich so als nächstes mache. Ich bin ja auch irgendwie ganz happy mit dieser ganzen, also ich meine, natürlich ist eine Pandemie schrecklich und so und Menschen leiden, aber mir persönlich jetzt geht es gar nicht so schlecht damit. Ich finde plötzlich Zeit für Dinge, die in den letzten Jahren, die doch turbulent waren, nicht so möglich waren, wie zum Beispiel
ich mache es mir zu Hause schön und habe mich jetzt für den Führerschein angemeldet und halt so lauter so Dinge, die ich halt, wo ich einfach eigentlich überhaupt keine Zeit hatte dafür in den letzten Jahren. Genau. Und dadurch, dass ich gerade ein Buch geschrieben habe, ja, kann ich es mir auch irgendwie gerade leisten, da so ein bisschen entspannt zu sein und mir gar nicht so viel Gedanken darüber zu machen, weil ich denke, das Nächste, was kommen wird, wenn es wieder möglich sein wird, sind erstmal ordentlich Lesungen und so und dann schaue ich mal weiter. Jetzt habe ich hier gerade noch vielleicht am Ende gesehen, hoffentlich kaufe ich mir kein Haustier, steht hier am 18. Januar. Ja, die Frage wäre tatsächlich, wenn du jetzt selber sagst, na, du bist da jetzt so, bist jetzt da nicht mehr so mitteilungsfreudig und so, hast einen Roman geschrieben. Du hast ja mal über den Literaturbetrieb gesagt, der hat einen Stock im Arsch und die meisten Literaten, oder du kannst dir vorstellen, dass viele Literaten zu Hause ein Meerschweinchen haben. Mhm. Wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass du vielleicht am Ende auch dir doch ein Meerschweinchen zulegst? Ja, also so wie es momentan ausschaut, kann ich sagen, meine Katze wäre halt super. Also ich habe zum ersten Mal verstanden, warum Leute Haustiere haben, weil ich immer diese Freundin war, die eins hatte. Davor fand ich das immer irgendwie seltsam, irgendwie auch so narzisstisch, diese Haustierliebe, auch wenn Leute sagen, ja, Tiere sind besser als Menschen, da ist mir immer so, ja, das ist doch urkrank, das ist ja nur, weil du halt nichts machen musst und die einsperren kannst, so in Wirklichkeit hältst du dir so einen kleinen Sklaven, der halt komplett abhängig ist von dir und nichts einfordert. Deswegen war ich immer so ein bisschen gegen Haustiere. Aber ich glaube, ich will mir auch jetzt keins zulegen, einfach weil mein Alltag ja doch dann wieder recht unstet wird und da muss man immer schauen, wer sich drum kümmert und ich habe auch eine recht kleine Wohnung. Also, aber Katzen habe ich jetzt doch zu schätzen gelernt. Also eine Freundin von mir hat jetzt zwei Babykatzen und ich habe gemerkt, wow, man wird echt, das macht echt glücklich, so Katzen, die ganze Zeit schnurren, wenn man sie berührt und so, ja. Ja, genau. Sie können allerdings auch, sie können auch aufhören zu schnurren und sehr böse sein. Ja, stimmt. Ja, ja, aber generell, also war ich eigentlich nur so der Haustier-Typ. Ich fand es immer wie so ein bisschen Sklaverei. Und hier, was, weil ich es gerade hier beim Scrollen sehe, hat wer Literaturtipps zu Humorschreiben oder Humortheorie? Was hat es denn mit dem Humor eigentlich auf sich? Also es ist ja so ein Riesenbegriff eigentlich. Ne? Keine Ahnung, wie ernst gemeint das jetzt ist, aber ist sozusagen, wie witzig ist denn auf Twitter? Also ist es, hat das nachgelassen oder ist es zu viel geworden? Oder gibt es da wirklich Witziges oder ist es eigentlich alles nur blöd und selbst Bauchnabelshow? Ja, das ist halt unterschiedlich. Also das nutzen ja die Leute auch komplett unterschiedlich. Es gibt ja Leute, die sind wirkliche Witzmaschinen auf Twitter, das ist mir dann manchmal zu viel. Also es gibt ja auch so extrem populäre Twitterer, irgendwie, die halt so wirklich 20 Jokes pro Tag raushauen. Also ich mag gern so ein bisschen, ich finde immer die Sachen lustig, die so ein bisschen düster sind und böse und halt auch nicht so angestrengt lustig und so. Ja, und Humor finde ich halt generell ein interessantes Feld, weil ja, Humor wird halt im deutschsprachigen Raum immer so als Kleinkunst abgetan, weil es halt, natürlich gibt es auch viel Trash-Comedy, aber es gibt ja auch viel Trash-Literatur, aber es gibt auch so halt künstlerisch wertvolle Humoristik und da wird manchmal nicht so differenziert, habe ich das Gefühl, und ja, ich finde halt über Humor nachzudenken ganz cool, was man damit machen kann und dann gibt es ja auch immer wieder die Frage, was darf Satire oder auch bei dieser Lisa Eckert-Sache diskutiert man dann, was ist noch eigentlich ein Witz und was ist die Aussage hinter einem Witz und kann man das dann überhaupt kritisieren, bla bla bla. Also irgendwie, was Humor für eine Rolle spielt, darüber denke ich schon viel nach und wie er funktioniert, warum überhaupt Sachen lustig sind und warum es manchmal nur eine ganz kleine Kleinigkeit wie ein Millisekunden-Timing oder ein bestimmter Wortklang braucht, damit ein Satz lustig ist oder auch nicht mehr lustig. Also es ist eigentlich auch ziemlich feine Kunst irgendwie. Ja, und ich habe deshalb auch nach Büchern gefragt, weil ich angefragt wurde von der Schule für Dichtung in Wien. Das ist so das einzige kreative, das einzige Studium in Wien, wo man so kreativ schreiben quasi studieren kann, auf der Universität für angewandte Kunst. Hatte ich eine Anfrage, ob ich einen Lehrauftrag machen will. Und ich hätte halt gern, ich fühle mich halt in vielen Sachen nicht kompetent. Es ging so um Kurzprosa, wo ich jetzt nicht wirklich gewusst hätte, was ich dazu sagen soll. Und habe halt vorgeschlagen, ich könnte halt Humor machen, weil da habe ich schon genug drüber nachgedacht und deswegen wollte ich halt ein paar Humortheorie-Bücher noch mir anschauen als Vorbereitung. Mhm. Ich habe den Lehrauftrag im Endeffekt jetzt abgesagt, weil mir das zu viel Herausforderung war,
obwohl ich mich sehr geehrt gefühlt habe irgendwo, aber das wäre dann Online-Unterricht gewesen und das ist schon ein bisschen schwierig, wenn man sowas, wenn man überhaupt noch nie richtig unterrichtet hat, dann gleich Online-Unterricht, das war mir dann zu viel Herausforderung, das habe ich dann abgesagt. Genau. Falls du es doch machen solltest oder das in Form eines Tutorials, ich bin Teilnehmerin, ich mache gern mit. Ich glaube, ich kann viel lernen. Ja, ich fände es auch lustig, einfach darüber zu diskutieren, weil es tatsächlich oft so Feinheiten sind, warum etwas lustig ist oder so. Also, ja. Oder warum es auch nicht lustig ist. Ja, absolut. Und ich glaub, wo, also ich mag ja auch sehr gerne sehr grenzwertigen Humor, sehr bösen Humor, sehr harten Humor, auch sehr derben Humor. Und auch immer zu fragen, und es geht immer beim Humor um Grenzenauslotung. Und immer die Frage, ab wann geht etwas zu weit, ab wann ist es jetzt wirklich schon politisch zu inkorrekt, ab wann kommt es nur politisch inkorrekt daher, ist aber in Wirklichkeit eher ein Vorführen von Leuten, die jetzt irgendwie rassistisch oder sexistisch sind. Das sind ja oft Grenzen, die nicht so ganz klar sind und da muss man auch immer ein bisschen drüber nachdenken und das fände ich auch, finde ich auch immer lustig zu diskutieren. Also es ist ja nicht nur so, dass ich, auch wenn es um so politische Korrektheit geht, habe ich ja auch keine ganz eindeutige Position. Also ja. Also ich finde durchaus, dass man in der linken Szene auch manchmal viel zu leicht anecken kann, weil wenn Leute alles durch eine politisch-dogmatische Brille betrachten, sie oft ein bisschen kunstfeindlich werden und dann nicht mehr checken, was halt eigentlich ein Stilmittel ist und was jetzt wirklich eine direkte Aussage ist, so irgendwie, ja, genau. Das scheint ja aber auch eines der Probleme auf den sozialen Medien zu sein, oder? Dass das mit dem Humor sehr schwierig ist, eben gerade, weil man, naja, weil es mir zumindest manchmal so geht, dass ich denke, Leute, come on, das ist doch total klar. Das ist doch total eine Überzeichnung. Das spielt mit Klischees, aber es ist eine irre Aufregung und die kriegt man auch gar nicht mehr eingeholt. Ja, das ist mir halt auch schon oft passiert und da behalte ich halt meinen Standpunkt, dass ich möchte halt auch nicht nur, weil sich Leute aufregen, etwas zurücknehmen, wenn ich nicht davon überzeugt bin, dass diese Leute recht haben. Also da muss man auch oft dagegen halten und ja, genau. Also ja, manche ja, politischen Brillen, sage ich jetzt einmal, also wenn man halt nur noch in diesen Art von Textgattung denkt, so politische Texte halt, dann wird man halt manchmal wirklich ein bisschen humorblind. Die Leute können die Dinge dann einfach nicht mehr einordnen und ja, da muss ich dann auch oft streiten, auch mit quasi befreundeten Linken oder so, ja. Ja, ich habe jetzt hier gerade reiner Zufall von Anfang Januar die Geschichte gesehen, die ich, ich bin sozusagen Transparenz, weil ich bin selber Herausgeberin der Jungle World. Ich habe nichts mit der Redaktion mehr zu tun, aber ich fand es total interessant. Da schreibst du hier, die Jungle World wollte ein Beispiel für zwei Witze von mir, der sehr edgy war und ich habe ihnen den Embryo geschickt. Dann gab es lange Diskussionen, ob der nicht antifeministisch interpretiert werden könnte. Ich meinte, dann sollen sie doch den E-Mail-Verkehr drucken statt dem Interview. Wäre ich die zuständige Redakteurin gewesen, ich hätte das sofort gemacht. weil natürlich, ist doch super. Es ist sicherlich sehr lustig. Wahrscheinlich ist das nicht passiert, ne? So wie ich habe das Ende dann nicht mitbekommen. Leider nicht, weil eben im E-Mail-Verkehr entstand dann die Diskussion, warum das antifeministisch interpretiert werden könnte. Und ich meine dann, ja, das spielt ja genau mit diesen Darstellungen. Und dann war halt diese Diskussion da. Und dann war ich am Schluss irgendwie fast wie ein bisschen eingeschnappt und habe gemeint, von mir aus müsst ihr den auch nicht drucken. Es war nur ein Beispiel, weil ich habe genau gefragt nach einem Witz, der eben sehr grenzwertig ist. Und ich habe euch einen Witz geschickt, der eben sehr grenzwertig ist. Und jetzt wollt ihr nicht drucken, weil er zu grenzwertig ist. Das ist doch alles irgendwie nicht logisch. Und war dann fast schon ein bisschen eingeschnappt. Und dann druckt sie halt nicht. Und dann haben sie es aber eh alles so gedruckt. Aber ich hätte halt tatsächlich den E-Mail-Verkehr spannender gefunden, weil genau das Thema des Interviews war. Wie weit darf man gehen? Wo sind die Grenzen? Und deswegen war das Interview halt so, die Diskussion halt auch für mich dann irgendwie so witzig, weil sie halt genau das aufgefangen hat. Aber ja, das wollte man dann vielleicht dann doch nicht irgendwie. Aber ich hätte es tatsächlich interessant gefunden. Ich glaube, man wollte eher ein bisschen drauf aus, wie das mit Rechten ist und so. Und wollte dann nicht so vielleicht das eigene da ein bisschen mit reinnehmen. Ja, also ich hätte es lustig gefunden, weil es halt genau das Thema absolut bearbeitet hat. So auf die Art. Kann man denn diesen Embryo hier irgendwo sehen? Also auf meiner Homepage würde man ihn jetzt, glaube ich, schnell am schnellsten finden.
Dann gehen wir einmal am Schluss nochmal da drauf, dass wir das Rätsel auflösen. Merch. Ja, sie hat das T-Shirt schon. Ich glaube, erst ganz unten oder so. Das ist halt so von den Shirts her, also das, was halt am, was halt edgy ist irgendwie. Da ist halt ein Embryo, der sagt, lieber tot als rot-weiß-rot. Genau, und es ist halt, ja. Tja. Und das ist zum Beispiel ein Witz, wo ich meinte, dass er edgy ist, weil sich da tatsächlich bei mir Frauen gemeldet haben, die meinten, sie haben schon mal ein Kind verloren und sie fühlen sich sehr angegriffen von dem Witz, wo ich mir denke, okay, klar, das ist eine Personengruppe, die ist super sensibel und natürlich will ich die nicht vor den Kopf stoßen. Andererseits geht es in diesem Witz nicht um, um Kindstod, also in dem Sinn. Es ist eine Verarschung eben von diesen, Anti-Abtreibungs-Leuten. Und wenn eine Embryo da in der Hinsicht triggert, das tut mir halt irgendwie leid, aber das würde halt auch auf andere Art machen. Das würde halt eine Abbildung wahrscheinlich von vielerlei Arten machen. Und irgendwie, und das war halt schon das, wo ich mir dann halt auch, wo ich natürlich, ja, tut mir leid, wenn das passiert, eh klar, das will ich natürlich nicht, aber darum geht es halt in dem Witz nicht irgendwie so. Also der Witz muss halt so, trotzdem irgendwie so sein. So, finde ich, ja. Stefanie, tausend Dank. Das ist eine irre interessante Debatte, um dies, die wir jetzt tatsächlich ewig fortführen könnten. Wird an anderer Stelle auch sicher gemacht. Wir müssen jetzt hier Schluss machen. Ich danke dir vielmals. Ja, an die Zuschauer auch nochmal vielen Dank und folgen Sie Stefanie Sargnagel, Sprengnagel, wie auch immer Nagel auf den verschiedenen Kanälen. Kaufen Sie vor allem Ihre Bücher, die sind alle noch zu haben, von Mikrotext bis Rowold. Die österreichische Lage habe ich jetzt nicht so auf dem Kasten, aber da gibt es auch welche. Den Falter abonnieren, die Jungle World abonnieren und alles abonnieren. Und danke auch natürlich nochmal dem Literaturforum im Brechthaus. Vielen Dank. Ja, danke.